Da ist ein Fuchs, er hat eine weiße Schnauze, einen schwarzen Mund und eine schwarze Schnauze und gelb um die Pupillen rum. Und die Pupillen sind schwarz und das eine Ohr ist ein bisschen blau an der Seite und oben die Spitze ist weiß. Bei dem anderen Ohr ist an der Seite braun und da an der anderen Seite ist dann noch schwarz ein bisschen. Und bei dem anderen Ohr ist dann noch in der Mitte grau. Und um das Schwarze an dem anderen Ohr rum ist noch weiß. Und neben der Schulter sind weiße Kreise und darum ist blau. Und dunkelblau ist um das Hellblau rum. Und dann ist da oben noch hellblau. Da ist ein Mensch zu sehen. Und da drunter, unter dem Mensch, ist noch ein Mensch. Wir sitzen ja hier oben und malen. Und dieser Fuchs, egal wo man steht, sitzt, der beobachtet einen immer. Aber nicht im Negativen. Er wacht über uns. Eigentlich sind ja meine Werke so ein bisschen in die Richtung entwickelt, Persönlichkeitsentwicklung und diese sechs Menschentypen, die man ja so kennt. Und dazu gehört natürlich der begeisterungsfähige Haifisch oder auch die Eule, die immer alles ganz genau wissen will. Gleichzeitig gibt es aber auch den Fuchs, der Geschäfte sieht und aber nicht der Eigentümer ist, sondern einfach nur handelt. Er sieht den Bedarf und nimmt etwas in Kommission und verkauft. Ist ja ein Tiger und dahinter ist eine Villa mit einem See und einem Fluss. Und neben dem Tiger ist noch Wasser und daneben wächst eine Blume. Dann ist da noch ein roter Zahn und der Tiger ist rot, schwarz, weiß. Und dann sehe ich da noch Bäume. Der hat den Kopf leicht nach links gelehnt. Der Tiger gehört wahrscheinlich den Menschen, dem die Villa gehört. Und er darf da in dem großen Garten ruhen. Chillen. Die Ausstellung war für uns tatsächlich mal so ein Versuch, auch quasi mit den Künstlern zusammen halt hier was auf die Beine zu stellen. Nicht nur zu sagen halt, wir haben jetzt hier einen Raum, stellt eure Bilder aus und die Leute freuen sich, sondern tatsächlich auch, dass wir als Stadtteilzentrum halt eben das mal aktiv mit begleiten, aktiv mit unterstützen. Und von der Warte her war das für uns halt eine tatsächlich sehr, sehr, sehr spannende und aufregende Geschichte halt gewesen, von Anfang bis zum Ende halt eine Ausstellung halt zu begleiten. Und Publikum auch quasi immer wieder neu ins Haus zu holen und zu bewerben. Und von der würde ich das ganz gerne tatsächlich in der Form halt weiterhin so machen. Und ja, also das war für uns was ein wunderschöner Auftakt. Also deshalb auch nochmal vielen Dank an Frau 80, dass sie das auch uns da halt und unsere Versuche da, hier was Neues auf die Beine zu stellen fürs Stadtteilzentrum. Also wir machen Kunst als Stadtteilzentrum, das auch mitzutragen und zu unterstützen. Ich habe einen Vortrag gehalten für Vorschulkinder über meine ganzen Bilder, über die Tiere, wie ich dazu gekommen bin, warum der Fisch in Grün ist oder warum der Fisch ein Musikfisch ist. Und die Kinder haben eine Interpretation geliefert. Die haben dann festgestellt, dass ja der Tiger in einer Extravilla wohnt. Also der Tiger selber wäre reich und nicht die Besitzer.
Und es ist eine andere, völlig andere Interpretation, eine völlig freie Interpretation von den Kindern entstanden. Und ich, sie hat eine Einzelausstellung von mir gemacht und da liegt es natürlich nahe, jetzt auch zu ihrer Einzelausstellung zu kommen. Also es ist auf jeden Fall, ich mag es, wenn es farbenfroh ist, wenn es fröhlich ist, positive Ausstrahlung. Genau, das kommt auch heute hier ganz gut rüber. Das sind schon sehr, sag ich mal, sehr... Obwohl, ein Hundeblick, ne? Aber man könnte jetzt auch meinen, es ist irgendwie ein Mensch, der ein bisschen so traurig, bisschen traurig frech zur Seite schaut zum Beispiel. Also ganz konkret stand diese Ausstellung ja unter dem Motto auch Digitalität und Inklusion auch miteinander zu vereinbaren und zu vereinigen halt. Wir haben alle Bilder, die hier in dieser Ausstellung halt zu sehen sind, wurden von Kindern quasi interpretiert und besprochen und wurden aufgenommen und wurden auf YouTube gestellt. Und dieses Besprechen quasi und das Zeigen der Bilder war dann das, was wir auch regelmäßig gezeigt haben, was dann quasi im unteren Bereich des Hauses barrierearm halt zu sehen war und zu hören war. Das heißt also nicht nur Gehbehinderte, sondern auch Menschen, die Beeinträchtigungen beim Hören haben. Und auch beim Hören haben quasi, haben wir die Möglichkeit halt geboten, quasi diese Bilder größer zu präsentieren und natürlich auch audiell zu präsentieren. Gleichzeitig wurde dann auch von Frau 80 mit hier ein QR-Code mit eingefügt, der dann direkt auch auf unseren YouTube-Kanal halt verweist unter jedem Bild, sodass man da auch gleich nachverfolgen kann, das Audiovisuelle sozusagen dann auch auf dem YouTube-Kanal halt zu sehen ist. Ich sehe eine weiße Katze. Sie ist auch ein bisschen grau getönt. Sie steht vor einem Meer und im Hintergrund sieht man eine Sonne, die gerade aufgeht, mit ein paar Wolken am Himmel. Es ist nicht das beste Wetter, aber jetzt auch nicht das schlechteste. Es ist Wind, das erkennt man daran, dass die Fahne im Hintergrund weht. Man sieht noch einen Weg und die Katze hat gelbe Augen und eine rosane Schnauze und sie hat relativ lange Schnurrhaare und zwischen ihren beiden Händen hält sie einen Fisch und sie guckt so, als hätte sie etwas getan, aber will dafür keine Strafe bekommen. Es sieht aus, als wäre der Fisch noch am Leben, weil es sieht so aus, als würde er lachen und wäre fröhlich.